Das Wunder geht weiter, mal wieder. Unter diesem Motto bereiten sich die Füchse Berlin auf das anstehende Highlight vor. In der Geschäftsstelle wird fleißig geackert, Pakete mit nützlichen Unterstützermitteln wie dem Final Four T-Shirt, den obligatorischen Klatschpappen und den Tickets fürs Wochenende werden gepackt und an die Fans verschickt. Alle im Verein schauen voller Vorfreude auf die erste Teilnahme am Champions League Final Four. Bis auf einen. Ica Romero, seines Zeichens Champions League-Sieger mit dem FC Barcelona in der vergangenen Saison, weiß, was die Mannschaft in Köln alles erwartet. Ich spreche mit dem Team darüber, was in Köln in diesen 4 Tagen alles passieren wird. Die Atmosphäre, die Stadt, die Präsentation, die Arena, alles. Und danach, ich denke, wir müssen spielen. Einfach unseren Stiefel runterspielen. Immer 100% geben. Es sollte für uns nicht genug sein, nur im Final Four zu stehen. Trotzdem muss man sagen, dass es schon ein großer Erfolg für die Füchse ist, im Final Four zu sein. Romero hat da so seine eigene Ansicht, wie man die Außenseiterrolle der Berliner einordnen könnte. Man kann sagen, dass wir auf einer Party sind und wir sind die eine Person, bei der niemand gedacht hätte, dass sie eingeladen ist. Aber wir sind eingeladen. Niemand dachte, dass die Füchse im Final Four sein würden, aber wir haben es geschafft. Und nun werden wir im Halbfinale 100% geben und kämpfen. Und wer weiß. Mit Kiel steht natürlich eine besonders hohe Hürde im Weg. Doch Romero weiß schon, wie man den THW schlagen kann. Dabei orientiert er sich an einem anderen Champions-League-Sieger. Also ich denke, eine Möglichkeit ist, dass Peter Stochel den Münzwurf gewinnt, wir den Ball bekommen, ein Tor machen und dann wie Chelsea einen Catenaccio spielen. Catenaccio, 60 Minuten, 1-0 und wir gewinnen. Scherz beiseite. Ich weiß, dass sie eine super Mannschaft sind. Sie sind unglaublich zurzeit. Aber wir sind auch gut drauf und wir haben keinen Druck. Sie sind der Favorit und sie müssen gewinnen. Wir müssen das spielen, was wir können. Eine gute Abwehr, unser Torwart muss gut sein und im Angriff müssen wir super sein. Und wenn sie einen schlechteren Tag haben, können wir gewinnen. Und vielleicht geht das Wunder dann wirklich noch weiter. Mal wieder.